Hallo. Hallo, Iko da. Schön, dass du dabei bist. Isaac Shapiro ist auch online bis 9 Uhr. Aha. Ja, dann ist ja heute viel Betrieb. Wie auch immer. Wer auch immer jetzt dabei ist, das freut mich. Und vor 2 Wochen habe ich begonnen mit der Diskusserie Der Ochse und sein Hirte. Und das letzte Mal bin ich bis zum Das Zähmen des Ochsen gekommen, bis zum 5. Vers von den insgesamt 10 Versen. Und bei dieser Geschichte sehe ich die Interpretation also nicht darin, dass der Ochse das wahre Selbst versinnbildlicht, auf dessen Suche sich der Hirte befindet, sondern das Ich, mit dem du den ganzen Tag über beschäftigt bist. Das wirklich wichtig ist. Denn das wahre Selbst ist so fein, so subtil und absolut nicht in irgendwelche Kategorien zu bringen. Es kann nicht beschrieben werden, es kann nicht bezeichnet werden, es kann auch mit keinem Namen, wie schön er auch sein mag, erklärt werden. Und so ist es bei dieser Geschichte sehr interessant, sie so zu sehen, dass der Ochse das Ich symbolisiert, dein Ich symbolisiert. Dein Ich, mit dem du all deine Handlungen vollbringst. Und bei dieser Geschichte nun sind wir das letzte Mal zum Zähmen des Ochsen gekommen, wo Peitsche und Strick nötig sind, weil er ansonsten wegläuft. Einer staubigen Straße hinab. Ist er jedoch gut erzogen, so wird er auf ganz natürliche Weise sanft und dann gehorcht er seinem Meister uneingeschränkt. Wir waren dort, dass es Peitsche und Strick nötig sind, aber nicht auf diese selbstverletzende Art, sondern die liebevolle Art ist es, die dieses Ich gut erzogen werden lässt. Und diese Liebe zu dir selbst, diese Liebe zu deinem Ich,
lässt es dann auch auf ganz natürliche Weise sanft werden. Ansonsten ist es ein Kampf in dir selber mit deinen eigenen Anteilen, allen Anteilen, die du wahrnimmst. Du reagierst immer auf deine eigenen Gedanken und Gefühle, ohne dies zu wissen. Und deshalb ist es wichtig, Liebe, umarmen, auch dieses Ich. Und dann kommt der Moment, in dem dieses Ich dann seinem Meister uneingeschränkt gehorcht. Die Geschichte geht nun weiter und der nächste Vers ist das Heimreiten auf dem Ochsen. Ich besteige den Ochsen und reite langsam nach Hause zurück. Die Stimme meiner Flöte klingt durch den Abend. Ich dirigiere den endlosen Rhythmus, indem ich mit Schlägen der Hand die pulsierende Harmonie abmesse. Braucht der noch Worte, der diesen Sinn versteht? Von diesem Moment an, wo du dich mit all deinen Gedanken und Erinnerungen, mit deinem Denken, mit deinem Denkvorgang angenommen hast, liebevoll angenommen hast, ist der Ochse, das nun dein Ich symbolisiert, zahm geworden. Und nun kannst du auf ihn reiten, du kannst ihn besteigen und auf ihn langsam nach Hause zurückreiten. Jetzt beginnt die Reise zum wahren Selbst. Bisher war der Ochse das Ich, das es zunächst zu erkennen galt. Dieses Ich nun hast du jetzt erkannt. Du hast es erkannt, du hast erkannt, dass selbst, wenn du dieses Ich verdammst oder wenn du dieses Ich loswerden willst, dies nur eine Reaktion auf deine eigenen Vorstellungen, auf dein eigenes Wissen, auf deine eigenen Gedankengänge ist. Jetzt hast du gesehen, es geht nur mit Liebe. Also, du liebst dich selbst mit allem, was du wahrnimmst. In diesem Moment wird dieses Ich sehr sanft, denn nun hat dieses Ich nichts mehr, an was es sich irgendwie stoßen kann, sich ärgern kann. Nun ist es völlig sanft. Es fühlt sich nun angenommen. In diesem Moment, wenn du dich selber annimmst, mit diesem liebevollen Gefühl zu dir selbst, nur ein Beispiel, das bedeutet, so wie wenn du einen bestimmten Menschen gern hast, einen bestimmten Gegenstand gern hast, dieses Gefühl, das du dabei empfindest, genau das Gefühl meine ich mit sich selber lieb haben. Sich selber gern haben. Genau dieses Gefühl auf dich selber anwenden. Mit all dem, das sich gerade zeigt. Und du wirst diese transformierende Kraft der Liebe erleben, nämlich, dass das Ich in diesem Moment völlig ruhig wird. Und nun hast du dieses Ich in den Händen. Das ist symbolisch hier beschrieben, ich besteige den Ochsen und reite langsam nach Hause zurück. Das bedeutet, dass ich, dein Ich, hast du jetzt ganz genau erkannt. Du siehst, was das Ich ist, wie es funktioniert und warum dieses Ich überhaupt ist. Jetzt beginnt die Reise zu deinem wahren Selbst. Das war die Vorbereitung. Die ersten 5 Verse war die Vorbereitung. Die Vorbereitung, diese Selbsterkenntnis, dieses Ich zu entdecken. Und nun, die Stimme meiner Flöte
klingt durch den Abend. In diesem Moment, wenn du dein Ich erkennst, erkennst du auch deine Gedankenwelt. Du erkennst selber, dass du denkst. Du wirst dir sozusagen auch deines Denkens bewusst. Das mag auch etwas absonderlich klingen, denn die meisten Menschen meinen, sie sind sich des Denkens bewusst und sie wissen das. Doch das ist nicht so. Die wenigsten Menschen sind sich des Denkens bewusst. In dieser Geschichte nun ist es geschehen, dass der Hirte, der du selber bist, sich des Denkens bewusst geworden ist. Und weil er sich des Denkens bewusst geworden ist, ist er sich des Ichs bewusst geworden. Und weil er sich des Ichs bewusst geworden ist, ist die Stimme meiner Flöte, die durch den Abend klingt. Die Freude, die dabei entsteht, diese natürliche Melodie. Die Stimme meiner Flöte klingt durch den Abend. Nun steigt in dir eine Freude auf, eine Melodie erscheint dir. Die Melodie der Freiheit, dieser wahren Freiheit. Du spürst es. Nun siehst du ganz klar, du denkst. Du denkst. Vorher war es umgekehrt. Vorher wurdest du gedacht. Vorher war eben genau der Ochse oder das Symbol, der das Symbol für das Ich ist, der Meister. Doch nun hast du den Spieß umgedreht. Durch das liebevolle Annehmen deiner Selbst bist du zum Meister geworden. Und das ist mit einer großen Freude verbunden und du wirst eine Melodie, deine ganz eigene Melodie, dadurch anstimmen. Ich dirigiere den endlosen Rhythmus, indem ich mit Schlägen der Hand die pulsierende Harmonie abmesse. Genau wie ich jetzt vorher gesagt habe, jetzt bist du der Meister geworden, indem du dir deines Ichs völlig bewusst geworden bist, dirigierst du den endlosen Rhythmus. Das Leben, die Existenz ist endlos, das Göttliche, alles endlos, keine Grenzen. Die Grenzen werden nur in deinem Verstand erschaffen. Jetzt in diesem Moment kannst du Grenzen erschaffen, du kannst Trennungen erschaffen und du kannst an diese Trennungen glauben. Du kannst daran glauben, dass du nun einem gewissen Menschen zuhörst, dessen Namen Gerd ist und jetzt gerade spricht. Du kannst dein Gefühl aufrechterhalten, dass du vor dem Computer sitzt und beim Bildschirm den Gerd betrachtest, der jetzt gerade spricht. Wenn du nun diesem Gefühl und diesen Vorstellungen Glauben schenkst, dann hast du das Gefühl einer Trennung. Gerd, der weit entfernt ist und jetzt spricht, und ich hier, der jetzt vor dem Computer sitzt. Doch dies sind alles nur Empfindungen, Gedankengänge und nichts weiter, und sie geschehen in diesem Licht, in diesem reinen Licht deiner Wahrnehmung, in deinem reinen Bewusstsein. Also, mit der Erkenntnis, dass du denkst, wirst du zum Meister und du dirigierst den endlosen Rhythmus des Lebens, der Existenz, weil die Existenz nun durch deine Augen sieht völlig klar und deutlich. Indem ich mit Schlägen der Hand die pulsierende Harmonie abmesse. Nun, hier scheint
irgendwie etwas vergessen zu sein, vergessen worden zu sein. Die Stimme meiner Flöte klingt durch den Abend. Wenn wir jetzt rein im Begrifflichen bleiben, so kommt es einem wie einem Fehler vor. Die Stimme meiner Flöte klingt durch den Abend. Und dann, ich dirigiere den endlosen Rhythmus, indem ich mit Schlägen der Hand die pulsierende Harmonie abmesse. Wie kannst du, indem du die Flöte spielst, noch gleichzeitig mit deiner Hand die Schläge der pulsierenden Harmonie abmessen? Nun ist dein Ich, dein Verstand, zu dieser Hand geworden und ist völlig unabhängig. Die Stimme deiner Flöte, die durch den Abend klingt, ist deine Existenz, dein Sein. Und dieses Sein ist die Harmonie an sich. Sie ist das Sein an sich. Diese Melodie ist göttlicher Natur. Diese Melodie entfaltet sich aus dem Göttlichen. In diesem Moment bist du in das Göttliche oder umgekehrt, das Göttliche hat dich nun übernommen. Du bist zum Göttlichen geworden. Und nun ist dein Ich, das die Ansammlung all deiner Erfahrungen, all deinen Wissens ist, zur Hand geworden. Und nun ist es möglich, die Melodie, die aus dir nun hervorkommt, erklingt und gleichzeitig mit den Schlägen der Hand misst du die pulsierende Harmonie ab. Jetzt ist alles in Harmonie. Sein, dein Ich, alles ohne Trennung, alles läuft in völliger Harmonie, alles ganz klar, alles völlig durchsichtig und transparent. Und jetzt kommt ganz was Wichtiges. Braucht der noch Worte, der diesen Sinn versteht? Es ist wie ein Koran. Nun sind Worte nicht mehr wichtig. In dem Moment, wo du entdeckt hast, dass du derjenige bist, der denkt, der dieses Ich erschafft, siehst du auch gleichzeitig, dass alles dieses Sein, dieses Du ist. Alles ist dieses Hiersein, alles in diesem Moment, alles ist dieses alldurchdringende Bewusstsein. Für dieses alldurchdringende Bewusstsein, für dieses Hiersein sind keine Worte mehr nötig. Deshalb braucht der noch Worte, der diesen Sinn versteht. Jetzt wird alles völlig leicht. Jetzt ist alles in tiefes Vertrauen gehüllt. Alles ist in tiefes Vertrauen aufgegangen. Nun ist das Leben, nun ist das Vertrauen, nun ist die Liebe. Und dies alles eins. Es gibt keine Trennung mehr. Das ist das Schöne. Braucht der noch Worte, der diesen Sinn versteht? Du ruhst in dir selber. Du hast dich selber gefunden und siehst, es ist nicht so, dass du dich selber gefunden hättest, du wurdest gefunden. Indem du deinem Ich immer wieder gefolgt bist, es beobachtet hast, wie seine Arbeitsweise funktioniert, bist du immer mehr bewusster geworden. Das Licht in dir wurde immer größer, bis es so groß wurde, dass du dich selbst als die Quelle erlebtest. Dich selbst als die Quelle jetzt und hier.
diesem Moment. Und jetzt braucht der noch Worte, der diesen Sinn versteht, denn du siehst nun ganz klar, die Worte erschaffst du. Du bist der Schöpfer der Worte, du bist der Schöpfer des Sinnes, du bist der Schöpfer alles Wahrnehmbaren. Dazu sind keine Erklärungen in Formen von Worten mehr nötig, sondern jetzt bist du zum Leben geworden, du bist zur Liebe geworden, du bist selbst das Göttliche geworden. Ich habe euch wie ihr seht, in den Chatbereich am Anfang eine Internetadresse rein kopiert. Auf dieser Adresse findet ihr diese schöne Geschichte, auch diese Bilder, die zu dieser Geschichte gemacht wurden. Und jetzt habe ich gerade vom sechsten Vers geredet, das Heimreiten auf dem Ochsen. Und nun kommt der siebte Vers, der Ochse verschwindet. Und ich kopiere euch das jetzt mal rein. Einen kleinen Moment. So, und nun der siebte Vers, der Ochse verschwindet. Wie gesagt, ab dem sechsten Vers das Heimreiten auf dem Ochsen. Das bedeutet, du hast dein Ich erkannt. Du hast dein Ich liebevoll angenommen. Der Kampf in dir ist zu Ende. Frieden ist heimgekehrt. Du hast gesehen, jeden Kampf, den du in dir selber entfachst, entfachst du in dir und nicht irgendwo anders. Sogar der andere, auf den du wütend bist, bist du selber, denn es ist deine Vorstellung und dein Bild, das du von dem anderen hast. Es spielt sich alles in dir ab. Dies alles hast du völlig klar und durchdringend erkannt. Und jetzt bleibt dir nur noch die Liebe. Und genau mit dieser Liebe hast du dich selber umarmt, innerlich umarmt. Und das war dann nun, dass du dieses Ich, indem du dieses Ich erkannt hast, dass du nun der Meister geworden bist in dieser Geschichte. Du hast den Ochsen, bist auf den Ochsen aufgesessen und reitest nun langsam nach Hause zurück. Sehr schön, langsam nach Hause zurück. Das heißt, auch mit der Erkenntnis deines Ichs ist die Hast, die sehr oft mit diesem Ich verbunden ist, verschwunden. Denn du siehst, alles kommt aus dir, alles entsteht aus dir, alles wird aus dir projiziert. Vorher hast du dieser Projektion geglaubt und bist dieser Projektion, deiner eigenen Projektion gefolgt. Und das hat auch sehr oft Hassgefühle in dir entstehen lassen. Doch nun hast du dich als dieses ruhende Hiersein empfunden, als dieses ruhende Ich ohne jegliche Projektion. Jetzt beginnt die eigentliche Reise. Jetzt bist du vorbereitet. Jetzt ist der Moment gekommen,
wo du wirklich so weit bist, dass du dein wahres Selbst finden kannst, dass du nun heimreitest. Der Ochse verschwindet. Ritt links auf dem Ochsen, erreiche ich mein Heim. Ich bin heiter. Es gibt keinen Ochsen mehr. Die Dämmerung ist hereingebrochen. In glückseliger Ruhe habe ich in meiner strohgedeckten Hütte Peitsche und Seil zurückgelassen. Ritt links auf dem Ochsen erreiche ich mein Heim. Ich bin heiter. Jetzt, weil du dein Ich erkannt hast, kannst du mit diesem Ich spielen. Nun auf der weiteren Reise zu deiner wahren Heimat kannst du mit diesem Ich spielen. Vorher hattest du Angst, vorher war es ein Kampf. Nun beginnt es ein Spiel zu werden. Deshalb ritt links auf dem Ochsen, erreiche ich mein Heim. Du hast auch keine Angst mehr, keine Hast mehr, du hast keine Eile mehr, sondern bist völlig gelassen. Nun bist du vorbereitet. Dein Ich erwartet nun gar nichts mehr. Es ist völlig in dieser liebevollen Energie zufrieden, die du in dir nun erschaffen hast. Diese Liebe, die sich in dir immer mehr und mehr ausbreitet. Diese Liebe, die du für dich selber empfindest und deshalb für all deine Anteile. Deshalb keine Erwartung mehr. Du willst nicht mehr, du kämpfst nicht mehr. Vorher hast du gedacht, um das wahre Sein zu erreichen, muss ich kämpfen, ich muss dafür viel tun, ich muss mich dafür viel einsetzen. Das war der Grund, warum es nicht geschehen ist. Weil nämlich deine wahre Heimat, dein wahres Sein, das Göttliche, nicht Krieg bedeutet, sondern es bedeutet Glückseligkeit. Und Glückseligkeit kann man nicht mit Krieg oder mit Wut oder mit Ich will erreichen, sondern Glückseligkeit bedeutet völlige Entspannung, Loslassen, völliges Vertrauen, völliges Sein, liebevolles Sein. Ritt links auf den Ochsen erreiche ich mein Heim. Ich bin heiter. Genau das ist es. Nun hast du keinen Streit mehr mit deinem Gefühl, deines Ichs, das du noch ab und zu auch brauchst. Du bist völlig zufrieden. Du bist völlig heiter. Das gibt dir ein Gefühl der Gelassenheit, des Losgelöstseins. Und so erreichst du dein Heim, deine Heimat, dein Sein, ohne irgendeine Erwartung. Kommst du nach Hause? Es gibt keinen Ochsen mehr. Dein Ich ist nun verschwunden. Jetzt ist alles völlig klar, alles jetzt und hier. Nun schaust du durch deine Augen, aber es ist niemand mehr da, der dies bezeichnet, benennt oder irgendwelche Worte dafür nötig hätte. Alles ist, wie es ist, alles völlig lichtvoll, alles ist jetzt Licht. Jetzt ist das Leben eingetreten. Das Göttliche geschieht, wenn du keine Erwartungen mehr hast. Das Göttliche geschieht, wenn dein Vertrauen so völlig hundertprozentig geworden ist, dass du mit allem, was auch immer noch in dir wahrnehmbar ist, dass du mit dir völlig in Harmonie bist. Wenn du alles angenommen hast, alles liebevoll umarmt hast und deshalb keine Erwartung mehr an irgendetwas hast,
geschieht das, was nicht beschrieben werden kann. Das Göttliche wird dich übernehmen. Du verschwindest sanft und das Göttliche wird sich dir zeigen. Es gibt keinen Ochsen mehr. Das Ich ist nun verschwunden. Die Dämmerung ist hereingebrochen. In glückseliger Ruhe habe ich in meiner strohgedeckten Hütte Peitsche und Seil zurückgelassen. Nun kannst du dich ausruhen. Nun kannst du dich zur Ruhe begeben. Die Dämmerung ist hereingebrochen. In dieser Geschichte ist der Weg, den jeder Mensch zur Selbsterkenntnis geht, aufgeteilt. Es wird morgen, es ist Nacht, es wird morgen. Und jetzt, nach diesem vollbrachten Tag, in dem der Ochse gefunden wurde, das heißt, dass du dein Ich erkannt hast, damit auch dein Bewusstsein ganz klar und deutlich wird, dass du der Meister bist, dass du das Licht bist, dass du das Göttliche bist, geht der Tag nun zu Ende, die Dämmerung ist hereingebrochen. Das bedeutet, nun ruhst du dich völlig in diesem reinen Sein aus, in deinem reinen Sein. In glückseliger Ruhe habe ich in meiner strohgedeckten Hütte Peitsche und Seil zurückgelassen. Du bist in dieser glückseligen Ruhe, du bist jetzt völlig bei dir. Und in deiner strohgedeckten Hütte hast du Peitsche und Seil zurückgelassen. Nämlich dein Ich. Dein Ich ist hier noch ein Anteil deines Ichs, das sich noch ein wenig bemerkbar macht. Das ist das Schöne, dass hier noch nicht Schluss ist, sondern es geht noch ein wenig weiter in dieser Geschichte. In glückseliger Ruhe habe ich in meiner strohgedeckten Hütte Peitsche und Seil zurückgelassen. Du siehst dich selber als Schöpfer, als Meister. Du siehst dein Ich. Du weißt, dass du denkst. Und dieses Ich ist die strohgedeckte Hütte. In deiner strohgedeckten Hütte. Nun ist es deine strohgedeckte Hütte, das dir dienlich ist. Dieses Ich, das du benötigst, das dir dienlich ist. Und Peitsche und Seil waren nur nötig, weil du noch identifiziert warst mit diesem Ich. Weil du noch gemeint hast, du müsstest irgendetwas dafür tun. Du müsstest für diesen Frieden, für diese glückselige Ruhe irgendetwas tun. Deshalb war Peitsche und Seil nötig. Doch nun hast du es dir völlig gemütlich gemacht. In dieser strohgedeckten Hütte hast du Peitsche und Seil zurückgelassen. Also, indem du den Kampf in dir beendet hast, ist das Ich völlig friedlich, alles aufgegangen in diesem deinem Sein. Und nun, in dieser wirklich schönen Geschichte,
kommt der nächste Vers. Man hat jetzt schon das Gefühl, eigentlich, ja, das war's doch. Ich habe mein Ich erkannt. Ich habe jetzt erkannt, dass ich denke. Ich habe das Denken erkannt. Und durch das habe ich gelernt, mich selber zu lieben, habe gelernt, mich anzunehmen. Und durch dieses Annehmen hat sich sogar dieses Ich auch aufgelöst. Was soll jetzt noch sein? Jetzt hat das Göttliche ohnehin schon mich übernommen. Aber du siehst immer noch bei diesem Teil, sogar dort, ist noch ein kleiner Rest, der übrig ist. Immer noch war es diese strohgedeckte Hütte, nämlich dein Ich. Immer noch dieses bestimmte Empfinden einer bestimmten Wirklichkeit. Es könnte sogar an diesem Punkt noch geschehen, dass du wieder in alte Muster, in alte Identifikationen zurückfällst. Natürlich, wenn es geschieht, es kann nicht lang geschehen, es kann nicht lange dauern, denn das Licht ist nun sehr eindeutig und hell und du wirst dich selbst sofort wieder in diesem deinem Sein, in deinem Moment jetzt hier vorfinden. Doch es könnte geschehen, dass es noch wieder für eine gewisse Zeit in alte Muster verfällt und du wieder in alte Verstrickungen dich findest, mit all den dazugehörigen Emotionen. Und nun kommt der achte Vers, nämlich Ochse und Selbst verschwinden. Ich kopiere euch jetzt mal den Vers allein. Und nun im achten Vers Ochse und Selbst verschwinden. Im siebten ist der Ochse verschwunden. Also dein Ich hat sich aufgelöst. In diesem völligen Vertrauen, in diesem Lichte des völligen Vertrauens, in dieser Liebe, die sich nun in dir entwickelt hat, hat sich sogar das Licht, hat sich sogar das Ich aufgelöst. Der Ochse ist verschwunden. Nicht einmal mehr der Ochse ist übrig geblieben. Und nun im achten Vers, Ochse und Selbst verschwinden. Peitsche, Seil, Mensch und Ochse, alle verschmelzen zu nichts. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem nichts mehr übrig bleibt. Nichts mehr übrig bleibt von deinem alten Standpunkt der Betrachtung der Dinge. Solange du in der Identifikation deiner eigenen Geschichte steckst, dich selbst, dein ganzes angesammelte Wissen, deine Erfahrungen, deine Eindrücke damit in Verbindung bringst und damit natürlich auch deinen Körper, und all das, was du wahrnimmst als dein Umfeld, solange du darin steckst, ist genau dieser Moment, wenn alles verschwindet, ein Nichts. Dann sagst du, da ist nichts mehr. Wenn all dies verschwindet, ist nichts mehr. Das wird allgemein als Tod angesehen. Viele Menschen glauben, mit dem Tod ist alles vorbei, weil sie den Tod nicht erklären können. Alles ist hier erklärbar, doch der Tod
ist nicht erklärbar. Man kann zwar Erklärungsmodelle erfinden, doch solange du in deinem Verstandeswissen steckst, werden all diese Erklärungsmodelle mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sein. Und es wird in dir wieder mal das Gefühl auftauchen, ja, aber wer weiß, vielleicht gibt es doch kein Weiterleben nach dem Tod, vielleicht gibt es doch keine weiteren Ebenen nach dem Tod, vielleicht ist nach dem Tod alles vorbei, es ist einfach nichts. Also dieses Nichts existiert, solange du identifiziert bist mit etwas. Solange diese Identifikation da ist mit irgendetwas, existiert auch ein Nichts. Und deshalb hier Peitsche, Seil, Mensch und Ochse, alle verschmelzen zu nichts. Weil in dieser Geschichte diese Erkenntnis deiner Selbst, dieses Licht sehr frisch, sehr jungfräulich ist, erst ganz neu in dich eingetreten ist, ganz neu in dir scheint, spricht Meister Kakuan hier: Peitsche, Sein, Mensch und Ochse, alle verschmelzen zu nichts. Denn nun kann er dieses Nichts verwenden und es wird dir nicht mehr Angst einflößen, sondern du siehst, sogar das Nichts ist nur ein Wort. Nichts ist nur ein Wort. Lass dieses Nichts weg, lass es jetzt weg. Und wo bist du? Wo bist du jetzt, wenn es nicht mal mehr dieses Nichts gibt? Wo bist du jetzt? Dieser Himmel ist so unermesslich, dass keine Botschaft ihn beflecken kann. Wo bist du, wenn du das Wort Nichts weglässt? Wo bist du, wenn es nun nicht mal mehr das Nichts gibt? Alles dir Bekannte gibt es nun nicht mehr. Wo bist du nun? Dieser Himmel ist so unermesslich, dass keine Botschaft ihn beflecken kann. Keine Botschaft heißt, jetzt ist die Existenz. Jetzt hier hört, spricht, nimmt die Existenz wahr. Zwischen dir und mir gibt es keinen Unterschied mehr, denn alles ist diese Existenz jetzt, die hört, wahrnimmt und versteht. Dazu braucht es keine Worte, braucht es keine Erklärungen, braucht es keine Erwartungen, denn all dies entsteht aus dieser Existenz, aus diesem Moment jetzt. Deshalb, dieser Himmel ist so unermesslich, dass keine Botschaft ihn beflecken kann. Wie könnte eine Schneeflocke im wütenden Feuer bestehen? Noch einmal hier in dieser Geschichte wird ganz klar gemacht, wie könnte eine Schneeflocke im wütenden Feuer bestehen? Noch etwas sehr krass ausgedrückt, aber um wirklich ganz sicher zu gehen. Nicht der kleinste Gedanke kann in diesem Feuer mehr bestehen, in diesem Licht, in diesem Himmel, der so unermesslich ist, dass keine Botschaft ihn beflecken kann und schon gar nicht eine Schneeflocke darin bestehen könnte. Schneeflocke, ein anderes Symbol für Gedanken, für das Denken, für die Gedanken, für Gedankenformen. Denn nun ist es nicht die Frage, dass eine Schneeflocke in diesem Feuer bestehen könnte, dass ein Gedanke in dieser Existenz bestehen könnte,
Nun ist es ganz klar, dass du jederzeit Gedanken erholen kannst und jederzeit einfach nur sein kannst. Peitsche, Seil, Mensch und Ochse, all dies sind Begriffe, die zum Nachdenken gehören, die zum Überlegen gehören. Alle verschmelzen zu nichts. Alle verschmelzen in diesen jetzigen Moment, in diesen Himmel, der so unermesslich ist, dass keine Botschaft ihn beflecken kann. Nicht mal eine Schneeflocke könnte darin bestehen. Denn nun ist alles ganz klar. Jetzt schau, du kannst in jedem Moment mit dem Nachdenken beginnen, an irgendetwas zu denken und mit diesen Erinnerungen arbeiten. Aber die Kraft, die dazu nötig ist, bist du selber. Du selber bist der jetzige Moment. Das ist die Kraft des Jetzt. Du bist diese Kraft, die dazu nötig ist. Und jetzt, hier sind die Fußstapfen der Patriarchen. In diesem Moment bist du eins geworden, völlig eins. Buddha, Jesus, du bist nun eins mit all diesen Lehrern, mit diesen Meistern geworden. Hier sind die Fußstapfen der Patriarchen. Nun bist du eingetreten, oder noch besser, du wurdest dort eingeladen, du wurdest aufgenommen. Und du bist nun verschwunden. Und was bleibt nun übrig? Es ist dieses Sein. Und da sind die Fußstapfen der Patriarchen. Noch einmal, du bist nun eins geworden. Du bist Buddha, du bist Jesus, du bist all diese Weisheitslehrer, die davon geredet haben. Alles hier und jetzt. Du siehst, weder Buddha noch Jesus noch all die Weisheitslehrer, die scheinbar gestorben sind, sind gestorben. Sie leben, weil sie jetzt hier dieser Moment, dieses Hiersein sind. Genau jetzt. Sie sind nie gestorben. Gestorben sind nur Geschichten, die sich die Leute darüber erzählen. Doch dieses Sein, über das sie den Menschen berichtet haben, ist jetzt hier und war immer schon hier. Und deshalb sind sie nicht gestorben. Peitsche, Seil, Mensch und Ochse, all diese begrifflichen Dinge sind nun verschmolzen in diesem Hiersein, in diesem göttlichen Licht, in dieser Liebe, in diesem völligen Vertrauen. Das sind die Fußstapfen der Patriarchen. Nun gibt es keine Trennung mehr. Du bist heimgekommen. Gut, es sind jetzt noch, das ist das Herrliche an dieser Geschichte, man hat schon eigentlich mit dem siebten Vers sich schon Gedanken gemacht, sich überlegt, ja, jetzt ist es ja erledigt, das passt, jetzt Erleuchtung geschehen, fertig. Doch immer noch kommen neue Bilder, neue Verse, um wirklich dieses Sein, dieses völlig frische, jungfräuliche Hiersein
zu vertiefen. Die Reise geht weiter, um dieses Sein zu vertiefen. Jetzt im 8. Vers, Oxy und Selbst sind sogar verschwunden, das Ich und sogar das letzte Empfinden, vorhandene Empfunden eines Seins, eines Hierseins, sogar das ist verschwunden. Beide Seilen Mensch und Ochse, wirklich alles, jedes Gefühl, jedes Empfinden, jede Überlegung, alles verschmelzen zu nichts. Nichts ist hier gleichbedeutend, dass alle Erklärungen, alle Projektionen völlig verschwunden sind. Und dieser Himmel ist so unermesslich, dass keine Botschaft ihn beflecken kann. Jetzt ist diese Einfachheit eingetreten, gerade jetzt, jetzt und hier, genau das. Und das ist der Moment, in dem du die Fußstapfen der Patriarchen erfühlst, erkannt hast. Aber es ist kein Erkennen und kein Erfühlen in diesem Sinne, wie du es bisher gewohnt warst, sondern es ist eine existenzielle Erfahrung, die du nicht beschreiben kannst, sondern die sich in dir ereignet, gerade jetzt. Nun siehst du, Buddha, Jesus, alle sind nie gestorben. Alles ist immer hier und jetzt. Diese Geschichte hat noch zwei weitere Verse, doch die wollen wir doch nächste Woche am Samstag angehen. Und ich möchte euch gerne noch fragen, ob ihr Fragen habt, ob sich in euch irgendwelche Fragen aufgetan haben. So können wir doch noch ein wenig diese Fragen angehen, sofern eben Fragen hier sind. Gut. Also, falls es zu dieser Geschichte jetzt Fragen gibt, oder vielleicht muss nicht zu dieser Geschichte sein, vielleicht eine brennende Frage, die euch jetzt gerade beschäftigt, stellt sie doch. Ihr könnt dies bei Ustream tun oder ihr schreibt mir ein Mail auf gerdosho@hotmail.com. Ja, und wenn keine Fragen sind, dann ist es natürlich sehr schön. Wenn wirklich in dir keinerlei Fragen mehr sind, wenn alles völlig klar ist, alles völlig rein und klar ist, dann sind wir wirklich zusammen. Dann gibt es keine Trennung mehr. Dann ist alles hier und jetzt. Doch wenn sich noch eine Frage regt, eine gewisse Unsicherheit,
dann heraus mit dieser Frage und hinein in den Chat. Okay, gut da. Also wir haben heute die Geschichte des Ochsens und seinen Hirten bis zum 8. Vers. Vorangebracht sind noch zwei Verse übrig und die würde ich gerne eben, wie ich gesagt habe, nächste Woche am Samstag hier bei Jetzt TV noch weitermachen. Und jetzt möchte ich noch gerne ein wenig Zeitspielraum für eure Fragen lassen. Und wenn keine Fragen hier sind, dann werde ich, denke ich, für heute es gut sein lassen. Okay, vielen Dank an euch alle für eure Aufmerksamkeit, für euer Dabeisein, für euer Hiersein. Vielen Dank. Dann bis spätestens nächsten Samstag. Ich möchte euch gerne noch sagen, am 15. Juni, das ist ein Samstag, von 10 bis 13 Uhr habe ich ein stilles Seminar. Das sind 3 Stunden. Davon 2,5 Stunden Stille, stilles Sitzen mit Abwechslung meditatives Gehen. Und zum Schluss mache ich dann noch einen meditativen Tanz. Wer Lust hat oder wenn jemand von euch in der Nähe ist, bitte melde dich an bei mir, schreib mir ein Mail. Du kannst auf meiner Homepage schauen. Ich schreibe mal meine Homepage noch rein. Für alle, die meine Homepage nicht kennen. Also wie gesagt, am 15. Juni, das ist in Hallein, sehr nahe bei Salzburg, nur 14 Kilometer entfernt. Und wenn jemand in der Nähe ist, einfach ein Mail schreiben, sich anmelden. Ja, und wir sehen uns hoffentlich wieder bis am Samstag nächste Woche. Und auf jeden Fall sehen wir uns
jetzt.